Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um Eigenschaften einer Exponentialfunktion, einer Standard-Exponentialfunktion y ist gleich a hoch x, den Anfangswert k lassen wir erstmal weg, den betrachten wir in einer der nächsten Stunden. A, was passiert, wenn ich das a verändere? Also ich habe hier verschiedene a's mitgebracht, a gleich 1 Drittel, a gleich 1 Halb, a gleich 2 und a gleich 3. Man kann das Ganze mit GeoGebra zeichnen lassen, man kann es in Wertetabellen mit dem Taschenrechner angucken oder eben auch selbst zeichnen. Das könnt ihr jetzt machen, ich werde es euch jetzt in diesem Video zeigen, was man daraus für Eigenschaften ablesen kann. Wer das selber ablesen möchte, der sollte jetzt noch auf Pause drücken. Also, wenn man das Ganze, ich habe es hier mal mit GeoGebra gezeichnet, einzeichnet, dann sehen wir sehr schnell, das Grüne und das Rote, also quasi wenn wir einen Bruch haben, etwas was kleiner ist als 1, dann schaut die Funktion so aus, dass sie quasi steil aus dem positiven y hier kommt, dann an dieser Stelle durchgeht und dann verflacht. Also quasi diese mit Brüchen, kleiner oder kleiner 1, da kommen sie steil und verflachen dann. Haben wir Werte, die größer sind als 1, dann kommen sie quasi von der 0, dem y hierher, und steigen dann erst rasant nach oben. Das ist ja das, was man unter exponentieller Abnahme und hier exponentieller Zunahme verstanden hat. So, was können wir da aber jetzt noch rauslesen? Wir können zum Beispiel rauslesen, dass das Grüne und das Blaue symmetrisch ist. Also wenn wir da das nämlich anschauen, 1 Drittel und 3, das sind ja gerade die Kehrwerte zueinander. Das heißt, wenn wir von einem a den Kehrwert bilden, statt 1 Drittel 3 einsetzen, dann ist das quasi eine Spiegelung an der y-Achse. Das gleiche ist es ja auch hier. Wenn ich a gleich 2 hernehme und davon den Kehrwert bilde, kommt 1 Halb raus, spiegele ich das Ganze an der y-Achse. Wir schreiben schon mal zusammen. Es gibt bei diesem speziellen Fall einen gemeinsamen Punkt 0, 1. Das werde ich nachher nochmal ein bisschen genauer andeuten, was das bedeutet. Wenn wir den Kehrwert von unserem a nehmen, dann wird der Graph quasi an der y-Achse gespiegelt. Und g von y gleich 0, das ist die Asymptote. Das sieht ihr hier unten, ja? Also diese Graphen schmiegen sich alle Richtung y-Achse hin. Sie werden sie nur nie berühren. Es kann nie 0 rauskommen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Egal was ich hier für ein x einsetze, es wird nie der Wert y gleich 0 erreicht. Und das nennt man eine Asymptote. Es wird ganz nah, ganz, ganz nah rankommen. Jeder Graph, auch diese beiden hier, werden ganz nah an die y-Achse rankommen. Sie werden sie aber nie erreichen. Und das nennt man Asymptote. Jetzt betrachtet man nochmal zwei weitere Fälle. Und zwar y ist gleich minus 2 hoch x und y ist gleich in Klammern minus 2 hoch x. Ich habe die jetzt beide mal eingezeichnet und siehe da, nur einer ist wirklich zu sehen. Nämlich dieser hier, minus 2 hoch x, ist dieser braune Graph. So, was heißt das? Wenn ich quasi aus einem a hoch x ein minus a hoch x mache, ohne dass ich das a klammere, dann wird das quasi an der x-Achse gespiegelt. Ja, man sieht das ja auch ganz deutlich, das ist quasi der gespiegelte Graph zum lilanen Funktionsgraphen. Dieser hier ist nicht gezeichnet worden, weil es nicht funktioniert, weil das nicht möglich ist. Das werde ich euch kurz erklären, woran das liegt. Ich kann doch für das x hier 0,5 einsetzen. Und hoch 0,5 heißt doch gerade, dass ich die Wurzel aus etwas nehme. Überhaupt, wenn ich hier 1 Drittel einsetze oder 1 Viertel, also ein Bruch, dann ist ja das immer mit einer Wurzel verbunden. Einmal die Quadratwurzel und einmal eine andere. Und eine Wurzel aus einem negativen Wert darf ich nicht ziehen. Also zum Beispiel minus 2 hoch 0,5 ist nicht definiert. Deswegen können wir festhalten, y ist gleich minus a hoch x ist keine Funktion. Also wenn ich da negative Werte einsetze für a, dann ist es keine Funktion. Wohl aber ist es eine Funktion, wenn ich quasi das einfach nur ein Minus vor diesem Ding hier setzt. Also vor a hoch x ein Minus heißt, ich spiegel die Funktion an der x-Achse. Deswegen müssen wir auch hier nochmal erwähnen, einen gemeinsamen Punkt 0, 1 haben diese Funktionen nur, wenn es einen positiven Funktionswert hat. Wenn ich da ein negatives davor setze, dann gilt es mit gemeinsamer Punkt 0, 1 nicht. Wir können also festhalten, a ist Element aus r plus ohne die 1. Denn wenn ich für das a gleich 1 einsetze, dann kommt 1 hoch 1, 1 hoch 2, immer 1 raus. Dann hätte ich gerade eine lineare Funktion mit y ist gleich 1. Was haben wir also heute über die Exponentialfunktion gelernt? Wenn ich ein a einsetze, kann ich es an der y-Achse spiegeln, indem ich den Kehrwert von a
in die Exponentialfunktion einsetze. Für Zahlen größer als die 1 für a habe ich eine exponentielle Zunahme, zwischen 0 und 1 habe ich eine exponentielle Abnahme. Einen negativen Wert für a darf ich nicht einsetzen, dann geht's nicht. Ich kann aber die Funktion insgesamt negativ machen, dann wird's an der x-Achse gespiegelt. Also, das war's. Eigenschaften einer Exponentialfunktion. Und beim nächsten Mal schauen wir uns an, was passiert, wenn ich die k's oder die Exponenten verändere. Tschüss!